Der Landkreis Calw, malerische Wanderwege und württembergische Idylle. Schön hier. Oder etwa nicht? Auch der Landkreis Calw kämpft mit dem demografischen Wandel und dem zunehmenden Hausärztemangel gerade auf dem Land. Knapp 50% der im Landkreis Calw ansässigen Ärzte sind um die 60 Jahre alt und gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Im Landkreis in Calw ist es, wie denke ich, in den meisten Landkreisen, wir haben immer älter werdende Ärzteschaft und Nachwuchsprobleme. Wir engagieren uns im Kreis dafür, dass wir diese Nachwuchsprobleme möglichst selber lösen können. Und dazu haben wir verschiedene Programme entwickelt, Stipendiatenprogramme, dann Studenten, die bei uns in der Praxis sind und jetzt diese Woche mitten im Leben. Auf die Art und Weise erhoffen wir uns auch Nachwuchs zu gewinnen, die Studenten und angehenden Ärzte auch für die ambulante Medizin und für die Hausarztmedizin zu begeistern. Das vom Land Baden-Württemberg finanzierte Projekt Modellregion für ärztliche Ausbildung schafft die Möglichkeit, dass Medizinstudierende schon sehr früh in ihrem Studium Berührung mit der ärztlichen Versorgung auf dem Land bekommen. Also mich hat vor allem der große Praxisbezug schon am Anfang vom Studium angesprochen, durch den ich die Möglichkeit eben jetzt schon im zweiten Semester habe, ein Bild davon zu bekommen, wie mein Beruf als Ärztin ausschauen könnte. Die zwei Nachwuchskräfte machen sich eigentlich gut, würde ich sagen. Ja. Also sie waren sehr interessiert und ich habe so das Gefühl gehabt, das würde ihnen auch gefallen hier in der Landpraxis. Ich könnte mir schon vorstellen, natürlich sind die noch am Anfang ihres Studiums und man wird sehen, wie sie sich entscheiden. Aber es wäre toll, wenn sie sich für diesen Weg entscheiden würden. Zusammen mit dem Institut für Allgemeinmedizin und interprofessionelle Versorgung ist die Medizinische Fakultät der Universität Tübingen federführend an Konzeption und Umsetzung des Projektes für die Modellregion Calw beteiligt. Das Wichtige ist, dass Studierende der Humanmedizin früh, das heißt schon in der Vorklinik, in Regionen kommen, wo sie ja, erfreut auch in Empfang genommen werden, um Patientenkontakt zu haben auf der einen Seite und schnellen Kontakt zu Ärztinnen und Ärzten, sowohl im niedergelassenen Bereich, aber eben auch in den akademischen Lehrkrankenhäusern. Und was halten Medizinstudierende davon, frische Landluft zu schnuppern? Also ich fand die Einblicke, die wir hier in Calw bekommen haben, richtig interessant. Und ich selbst komme auch vom Land, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, mal auf dem Land zu leben. Deswegen wäre so eine Hausarztpraxis eigentlich eine richtig gute Überlegung für mich. Startschuss für das Projekt war bereits 2021. In Zukunft werden weitere Modellregionen hinzukommen, wie bereits Anfang dieses Jahres der Landkreis Freudenstadt.